Innerhalb des Kunstprojektes Verstrickungen, Entanglements, fand am 4. Oktober 2018 eine Diskussionsveranstaltung mit dem Titel Von Auftraggeberinnen und Rechercheurinnen Kunst versus rechten Terror in den Ausstellungsräumen von After the Butcher in Berlin statt. After the Butcher stellte mit Verstrickungen Entanglements künstlerische Positionen vor, die sich mit den Fragen beschäftigten: Wie kann Kunst in die Gesellschaft hineinagieren? Kann sie zukunftsweisende Ideen implementieren, die die gegenwärtige Situation positiv verändern? Gegenstand der Diskussion, die von der Kasseler Dokumentarprofessorin Nora Sternfeld moderiert wurde, war ein Dokumentationsvideo von Forensic Architecture, einer unabhängigen Forschungsgruppe der University of London. Beauftragt hatte diese Forschungsgruppe die Gesellschaft der Freundinnen von Halit. Das ist ein internationaler Zusammenschluss von Künstlerinnen und Aktivistinnen, um die Verstrickungen des hessischen Verfassungsschutzbeamten Andreas Temme in den Kasseler NSU-Mordfall von Halit Yozgat im Jahre 2006 zu untersuchen. Wir fragten vor der Veranstaltung Fritz Laszlo Weber, Künstler aus Kassel, von der Gesellschaft der Freundinnen von Halit: Warum sind solche Diskussionen wichtig? Von Anfang an war für uns sozusagen das Format der Diskussion und des gemeinsamen Gesprächs sehr wichtig, weil das ist, was auch gefehlt hat. Also so sozusagen das Zuhören, nicht nur uns, sondern auch gerade den Betroffenen dabei ist ein ganz wichtiger Akt, der zentral ist, um zu verstehen, warum der NSU-Komplex so funktioniert hat, wie er funktioniert. Und auch gemeinsam darüber sprechen, das Wissen teilen, miteinander analysieren, all das ist ja nichts, was alleine in der stillen Kammer passiert, sondern was wir zusammen verhandeln und was wir auch dann heute Abend hier verhandeln. Die Videodokumentation von Forensic Architecture hat sich in diesem Sinne wie nur wenige andere künstlerische Arbeiten sowohl in einen laufenden juristischen Prozess als auch in eine politische Debatte eingeschaltet. Wie kann es sein, dass Temme, der eine Größe hat von 1,94, in das Internetcafé reinkommt und den hinter dem Tisch liegenden Körper Halits nicht gesehen haben will? Wie kann das sein? Die Forschungsgruppe widerlegt in einer detaillierten Simulation die Aussagen des Geheimdienstagenten, der zum Zeitpunkt des Mordes am Tatort in einem Kasseler Internetcafé anwesend war. Thomas Kilper von After the Butcher fasst in seinem Schlussstatement die Quintessenz der Diskussionsveranstaltung so zusammen. Das ist das Schöne an Kunst, ist frei an dem Punkt. Wir können tatsächlich die Unwahrheit sagen, aber Forensic Architecture, ich glaube, hat uns die Wahrheit gezeigt, dass vom Inneren dieses Staates tatsächlich jemand ganz nah an einem Mordfall dran war. Und ich finde, was der Verfassungsschutz heute macht, in Berlin das Attentat, der Attentäter ist beschattet worden vom Verfassungsschutz. Man kriegt das Gefühl, der Verfassungsschutz arbeitet in eine andere Richtung. Deswegen wollten wir das hier zeigen. Und ich finde es super, dass so viele Leute gekommen sind. Und trotzdem bleibt ein Unbehagen über die Verfasstheit dieses Landes. Und es hat eine Geschichte. Ja.